stehen uns dunkle Zeiten. Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Es geht weiter und heute ist der große Tag, Freunde. Heute gehen wir in die Stadt. Ich freue mich schon so. Die Gruppe ist übermüdet. Ich probiere es einfach mal. Ne, so nach dem Motto, kann die Gruppe wegen Müdigkeit sterben? Wir werden es gleich herausfinden. Denn wir müssen noch ein Stückchen reisen. Ich würde sie aber dann wirklich in der Stadt schlafen lassen. In der nächstbesten Taverne. Da gibt es bestimmt einige. So. Also, die Brücke haben wir ja damals schon durchgemacht. Es ist alles erkundet. Es gibt einfach nur noch die Stadt. Ja, da werden wir noch einige Zeit verbringen, wenn ich mir schon mal ansehe, dass das ein Viertel ist. Und das werden wir jetzt besuchen. Hey da, Wanderer! Und schon werden wir von der Seite angemacht. Von einem Elminster. Einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Noch dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall. Aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Ich weiß, dass wir den schon mal getroffen haben. Ich weiß aber nicht mehr, was wir mit dem gemacht haben oder so. Naja. Ich bin halt dann mal nett. Es tut gut, euch wiederzusehen. Was bringt euch her? Oh, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann durch Baldur's Tor. Und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme machtet. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt, vor allem in Anbetracht des Druckes, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Belästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen. Auch euer eigenes Ich. Gorion hat euch so gut er konnte aufgezogen. Aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden. Und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Was wisst ihr über Gorion? Er war lange Zeit mein Freund. Und wir sprachen viel miteinander. Jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich weit herumgekommen. Aber seine neue Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Er meinte, eine stabile Kindheit würde euch besser auf... naja... die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsst. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben. Ich hoffe, das war nicht alles umsonst. Er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte euch nicht in das Gegenteil vorschlagen. Welche Motive ihr auch habt, es ist stets klug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwerer fällt, eure Abstammung zu trotzen als den meisten anderen. In euren Adern fließt böses Blut, auch wenn Gorion tat, was er konnte, um euch rechtschaffen zu erziehen. Ihr habt zudem hungriges Blut, und es wird euch nicht loslassen ohne Kampf. Was auch immer geschieht, mit dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, eurem Innersten entgegenüberzutreten. Ich weiß wenig davon, was kommen wird, doch ich tue, was am besten ist. Ich bin sicher, dass die Zukunft Gutes für euch bereithält. Fürs Erste begleiten euch meine guten Wünsche, und ich werde euch einige Namen nennen. Scar von der Flammenden Faust ist ein guter Mann und vertrauenswürdig. Sein Vorgesetzter, Herzog Eltern, ist ebenfalls rechtschaffen. Beiden solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Ja, neuer Tagebucheintrag. Wieder ist Elminster aufgetaucht, doch diesmal war er etwas freizügiger mit seinen Informationen. Er konnte Gorion offensichtlich gut und hielt ihn offensichtlich für einen geeigneten Ziehvater für mich. Er sprach auch von bösem Blut und einem Makel, der mich verzehren wird, wenn ich nicht aufpasse. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich werde seine Warnung befolgen, kann mich jedoch nicht lange damit befassen. Er hat mir aber ein paar Namen von Leuten genannt, die als vertrauenswürdig erachtet. Scar von der Flammenden Faust und Herzog Eltan. Ihnen kann ich wohl glauben, wenn mir Elminster das empfiehlt. Ja, das können wir wohl. Was habt ihr dieses Mal für mich? Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, was hier so los ist. Da hinten sehe ich schon eine Taverne und Wirtshaus. Wunderbar. Da werden wir uns gleich mal ein bisschen niederlassen, ja, würde ich vorschlagen. Zuvor gucken wir uns natürlich um. Öffentliche Sachen darf ich ja ruhig bestehlen und so. Ne? Da meckert ja keiner.
Auch Zwerge müssen sich mal ausruhen. Ja, gleich. So, hallo Bürger. Hübsches Städtchen, nicht wahr? Aber ein Wort für weiße Ohren. Der Schein trügt. Kratzt ein bisschen daran, dann tritt die Fäulnis zutage. Ich habe euch gewarnt, seht euch bei Gelegenheit mal den Unterkeller an. Dann seht ihr, was ich meine. Der Unterkeller? Was passiert da? Hat das was mit den Leuten vom Eisenthron zu tun? Vielleicht, ja. Aber ich würde so etwas nicht wissen. Hier gibt es alles Mögliche. Die Stinkreichen und die, denen es dreckig geht. Die cleversten Schurken und die gefallensten unter den heiligen Männern. Ach, denn dort wandeln die Damen der Dunkelheit und alle Seelen streben nach ihren Küssen wie Motten zum Licht. Geht jetzt, solche Gedanken hegt man am besten nicht zu lange. Ah ja. Es ist Zeit für uns auszuruhen. Ja, gleich, Kivan. Ihr seid ja ganz schön schnellige Burschen, wie? Mein Mann sagt, dass die Räuber von Amn angeheuert wurden, damit sie unsere Stadt marode machen. Anschließend wollen sie einmarschieren. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaven. Oh, jetzt hört auf rumzumotzen, ey. Wir sind doch kurz davor. Aber das ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Keinen Schritt näher, sonst werde ich rapiert. Okay. So, wir sehen auch hier schon der erste Kaufladen. Billigladen des glücklichen Ailo. Oh, gehen mir die auf den Keks jetzt. Ja, wir gehen ja schon. Meine Güte. Geht das jetzt im Sekundentakt oder was? So. Oh, schöner Brunnen. Gut, dann gehen wir da schnell rein, ey, bevor ich wahnsinnig werde. So, aber zuerst gucken wir uns um und dann schlafen wir. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Das sind nämlich einige Leutchen, mit denen ich reden möchte. Stopp. Was? Lasst mich in Frieden. Okay. Oi, der Dummschwätzer. Dieses verdammte Volk von Arm ist wirklich unersättlich. Die sind so blöd, dass sie selbst einen Krieg mit Baldurs Tor riskieren würden. Ich frage mich, was sie sich davon versprechen. Tja, wie St. Etienne schon erwähnte, Amn ist die große Stadt in Baldur's Gate 2, die ich auch sehr überragend finde. Mal gucken, wie mir diese Stadt gefällt. Ich kenne sie ja noch nicht wirklich. Oi, der Dummschwätzer. Ich habe gehört, die Leute vom Amn und die Zentarim, die sind an dem ganzen Schlamassel hier schuld. Wir sollten Amn einnehmen und deren zeigen, was wir mit Verräterpack machen. Ja, wachsende Spannung mit Amn, eindeutig. Tagebucheintrag, alles klar. Hier ist nichts zu holen. Ich gehe mal eben ohne die Gruppe nach oben und guck mich. Hä? Noch ein Wirt? Schankwirt? Und was war das? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Schankwirt, ach ja, okay. Ja, ich kümmere mich. Doppelstöckiges Gasthaus, sieht man aber auch nicht oft. Oh cool, Glücksspiel. Roulette spielen, ich will Roulette. Oh, ich will Billard spielen. Oh, ich will spielen. Ja, Kumpel. Hatte mal schon. Hatten wir auch schon. Ich nehme jetzt mal, in so einer schönen Stadt könnte doch niemals etwas Böses geschehen. Ja, Baldur's Tor wird es euch schon zeigen. Nichts und niemand kommt in diese Stadt, der sie nicht mit einer etwas schwärzeren Seele wieder verlässt. So. Womit kann ich dienen? Einen Rat gebe ich euch. Haltet euch von allen fern, die zum Händelskartell des Eisernen Throns gehören. Das sind alles Halunken, denen man nicht trauen kann. Jawohl, oh, zur Kenntnis genommen. Wo sind denn hier die Betten? Noch ein Stockwerk gibt's nicht. Ich rede erstmal mit dem Schankwirt. Wie wär's mit einem Whisky? Seid vorsichtig, dass ihr nicht zu viel davon trinkt. Ihr wollt sicherlich nicht durch Baldur's Tor stolpern, ohne im Vollbesitz eurer geistigen Kräfte zu sein. Also, was würdet ihr gerne trinken? Ja, was für eine Antwort. So, nee, schlafen noch nicht, aber gleich. Okay, hier kann ich nichts kaufen und verkaufen. Was gibt's denn hier zu trinken? Das ist ja alles voll der billige Fusel hier. Kostet ja alles nur eins. Bäh, trinke ich nicht sowas. Mal gucken, ob dein Typ da unten was Besseres hat. Bin euch weit voraus, Chef. Ey, du. Wie wär's mit einem Whisky?
Wenn ihr Beschwerden über den Service habt, da draußen ist eine Wand, die hört sich gerne alles an. Also, würdet ihr gerne was trinken? Ja. Mal passt es wenigstens. Auch hier kann ich nichts kaufen. Ach, der hat auch nur dieses blöde Gebräu und so. Dann gib mir halt ein Met. Wenn es sonst nichts gibt. Hey, ich wollte ein Met. Wie wär's mit einem Whisky? Ich hab den Met nicht genommen. Kaufen. Es wird noch keine Gerüchte erzählt. Unglaublich. So, bevor jetzt der große Moment für die Gruppe kommt, nämlich schlafen, wollte ich noch mal gucken, ob ich was identifizieren kann. Nee, ist alles identifiziert. Okay, gut. Dann, ja, bringen wir es endlich hinter uns. Wie ein König, bitte. Ist das Bier billig? So, jetzt will ich nichts mehr hören. 8 Stunden gepennt. Ja, stark verletzt war man ja eh nicht. Hier hat sich nichts verändert, es geht weiter. So, Dalle. Moment, da steht ja, noch mehr Leute. Meine Eule hat mir ganz schön eingeheizt. In mir steckt ein dünner Mensch, der unbedingt raus will. Geschieht ihm recht. Er hätte sich nicht so nah ans Buffet. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe gehört, die Leute in Abner, das hatten wir schon. Oh, schöne Musik gerade, die ist neu. Ja. In Frieden. Wenn ihr mich fragt, bedeutet diese ganze Eisenknappheit nichts anderes, als dass demnächst die aus Am hier einmarschieren. Das könnt ihr mir glauben. Ich kenne mich da aus. Alles deutet darauf hin. Scheint fast so, als ob sie zu blöd sind, überhaupt erst zu versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Ja, oder jemand will ganz bewusst einen Krieg anzetteln, ihr Doofmänners. So. Dann wollen wir mal da hochgehen in das Geschäft, würde ich sagen. Der Edelmann hat man mit... Ja, ja, hat man schon. So, das sind auch noch 2 Bürger. 3 Bürger, 5 Bürger. Sagen ja eh meistens das Gleiche. Hey, ihr da! Ihr seid doch sicher Abenteurer, oder? Ich habe gehört, dass Kommandant Scar noch ein paar zähe Leute sucht. Er sagt zwar nicht, wofür er noch mehr Söldner braucht, aber das ist ja eine Sache der flammenden Faust. Wer ist dieser Kommandant Scar? Scar? Er ist stellvertretender Befehlshaber der flammenden Faust und rechte Hand von Herzog Eltern. Guter Soldat und immer bemüht, die Sicherheit der Stadt zu wahren. Ihr seht aus wie Abenteurer. Vielleicht solltet ihr mal bei ihm vorsprechen. Ja, das hatte ich eh vor. Was gibt's Neues? Es bin Frieden. Okay, was mit euch? Dach auf. Habt ihr das mit der Mine von Nashgel gehört, dass die lange Zeit dicht war? Dann sind da welche reingegangen und haben mit den Hundesöhnen kurzen Prozess gemacht. Und jetzt ist sie wieder offen. Dauert wohl noch eine Weile, bis die Eisenlager wieder voll sind. Aber wer auch immer es war, hat uns allen sehr geholfen. Ja, danke, danke, nicht zu danken. Ihr seid ja ganz schön schnell geburschen, wie? Tut mir leid, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle, aber seid ihr nicht die Abenteurer, die mit den Monstern in der Mine von der Nashgel aufgeräumt haben? Ich muss sagen, es ist eine Freude, wenn man mal Leute trifft, die für andere ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja, so bin ich. Ich bin so unglaublich nett. Hm? Verdammt doch mal, nach einem harten Arbeitstag fehlt es gerade noch... Wenn ein paar Angeber durch die Stadt laufen, als würden sie ihnen gehören. Warum sucht ihr euch keine richtige Arbeit, ihr Drückeberger? Hey! Das war jetzt aber nicht nett. Womit kann ich dienen? Diese verdammte Volk von Ann ist wirklich unersättlich. Die sind so blöd. Ah, hat man schon. Ein Bettler. Bitte um eine milde Gabe. Die Bettler sehen aus wie Zombies in dem Spiel. Also wie die anderen Zombies da. Bitte habt ihr Baum, gnädiger Herr, bitte nur eine Münze. Halt den Mund, Dreckstück! Nein. Nehmt diese Goldmünze. Ihr seid ein Engel, gnädiger Herr. Hey, wie wär's mit einer Rufverbesserung? Da kann man sich den Ruf einkaufen, das wär's doch. Nein, leider nicht. So einfach ist das nicht mit dem Ruf. So, ich glaube, du bist neu hinzugelatscht. Hab ich so mit rechten Augen mitbekommen. Jetzt hat die Fäule auch den armen Korak erwischt. Der wird nicht mehr lange unter uns weilen. Wer ist Korak? Ich kenne den Namen nicht.
Er war einer der wichtigsten Menschen in der Stadt. Scharf im Geiste und edel im Antlitz. Ich liebte ihn sofort und das taten wir alle. Korak und sein Bruder Kareb. In ihrer Anwesenheit wurden wir alle zu gackernden Mädchen. Und sie behandelten uns so voller Respekt. Die Göttin des Glücks schien sie ebenfalls zu lieben. Aber sie hat sich als wankelmütige und grausame Geliebte erwiesen. Ihr müsst wissen, dass Kareb schon lange tot ist und Korak hat die Pest. Ach, Timora wendet sich wie eine verlassene Geliebte ab, damit sie am Ende noch mehr ihn an sich binden kann. Aha. Okay, ist ja interessant, was man da so mit anhört. Moment. Den Bettler habe ich noch nicht glücklich gemacht. Ich habe heute halt meinen Gnädigen hier. Ist ja bald Weihnachten hier. Nimm die Goldmünze. So. Ansonsten mit den dreien habe ich gequatscht, meine ich. Ich kam ja von... Da kam ich... Oh, was haben wir denn da noch? Silence-Laden. Billigladen ist glücklich, Naello. Eingang zur Diebesgilde. Taverne Kixi. Oh, schön, ey. Wir werden so viel Spaß haben. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Was habt ihr dieses Mal für... Los geht's. So, guten Tag. Heute ist dein Glückstag. Ich will einkaufen. Ich will Shopping machen. Ja, was wollt ihr? Und ich will dich bestellen. Na gut, dann mache ich vielleicht erstmal einen Quick Save. Bin euch weit voraus, Chef. So, was haben wir denn hier? Darf ich das? Ja, stimmt. Das ist ja nicht. Ihr Lut, bleib stehen. Hey, komm, sonst geht das immer. Nur wenn es abgeschlossen ist, nicht. 200 an der Zahl. Klappt das? Nein. Nee, ich will nicht kämpfen. Das war jetzt natürlich doof. Normalerweise nur, wenn es abgeschlossen ist. Dann bin ich halt lieb. Mein Gott. Regt euch doch nicht immer gleich so auf. So, okay. Also nichts mit Stehlen. Wird das ja nicht mitkriegen. Aber da ist natürlich nichts. Nee, gut, dann brauche ich mir das hier auch gar nicht anzugucken. Wenn da gleich die flammende Flaus gerannt kommt, das will ich nicht. Dann reden wir jetzt mit dem guten Mann. Der glückliche Aello. Oder Ello. Hallo Leute, willkommen beim glücklichen Aello. Wo die Preise so niedrig sind, dass eigentlich etwas nicht stimmen kann. Keiner verkauft billiger wie ich, weil keiner billiger einkauft. Wenn ihr irgendwo diesseits von Kalimshan etwas billiger seht als bei mir, dann bringt euch das Produkt wahrscheinlich auch um. Was soll ich euch besorgen? Ja, da bin ich mal gespannt. Also, ihr habt die billigsten Waren der Gegend, ich sehe mich mal um. So, erster Laden für uns, Kampfstab, Zweihänder. Warum sieht das so schön aus? Was ist denn daran besonders? Ist doch nur ein W10. Handelt es sich um eine Weiterentwicklung des... sag ich nur Zweihänder, aber es sieht anders aus. Naja, okay. Schnelligkeit der Heiltrank. Wenn dieser seltsam trübe Trank vollständig eingenommen wird, heilt er beim Trinkenden 9 Trefferpunkte. 9 Trefferpunkte ist jetzt aber nicht gerade viel. Der ist ja genauso doof wie die alten, die ich da die ganze Zeit habe. Gegengift, Wahrnehmungstrank, Schutzformel. Oh, das ist ja mal ein schlechter Witz, was du da so anzubieten hast. Gut, dann werde ich wohl eher dir Zeug geben. Das müssen wir jetzt natürlich auch einmal hinter uns bringen. Ich habe hier nämlich schon wieder einen Haufen Ringe, die ich nicht brauche. Okay, Schriftrollen willst du nicht. Dann gucken wir doch mal gemeinsam mein Beutelchen. Was hältst du davon? Behälter öffnen. Meine Runen will er nicht. Aber damit kann er was anfangen. So, ich habe gar nicht so viel. Wir haben ja erst vor kurzer Zeit genug verkauft. Hier haben wir noch so ein Teil. Das Bastardschwert trägt eh keiner. So, Bücher nimmt er auch nicht. Er ist ganz schön wählerisch. Na toll, das war's dann schon. Da bin ich eigentlich fast froh drum. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel Lust, da ewig rumzumachen. Aber hier, die blöden Roben können mal weg. Jedes Mal die Roben, ey. So, der Schlagstecken bleibt bei mir. Okay, also du bist schon mal eine unglaubliche Enttäuschung. Ich würde nur gerne, warum das so anders aussieht wie ein normales Zweihänder. Hauptsächlich berittener Griff. Nö, ist einfach nur ein W10. Da ist nichts anderes dran an dem Ding. Na gut. Das war schon mal enttäuschend. Ach, bei dir kann man identifizieren lassen.
Interessant. Aber das haben wir ja gerade nicht nötig. Okay, dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, was wollt ihr? Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, auf zum nächsten Laden. Jetzt, oder jetzt schon so Diebesgilde? Nee, ich würde gerne erstmal zu einem Laden noch gehen. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Weil das eben war sehr unbefriedigend für mich. Hallo Bürgerin. Was gibt's Neues? Hat man schon. So, ist hier noch was Spannendes hier? Nee, okay. So, wo ist denn der Laden? Ist er das? Wenn ich schon auf der Karte sehe, muss er ja hier auch sein. Ja, Silence Laden. Nee, den mache ich später. Wir gehen jetzt erstmal da rein. So, der sieht schon ein bisschen größer ja, aus. Ich kümmere mich gleich drum. Billig ist ja nicht immer gut, ne? Der heißt auch Silence, der Typ. Hä? So. Steht ganz oben. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Ja, ich denke mal, das können wir uns mit den Regalen hier auch sparen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Silence. Wollt ihr ein Freund sein oder wollt ihr sterben? Es ist ja eine Dame, okay. Geht ohne Eile hinein und belasst eure Waffen dort, wo sie sind. Dies ist kein Gasthaus und auf ein freundliches Lächeln zur Begrüßung müsst ihr verzichten. Ich erwarte, dass ihr für den euch gewährten Schutz bezahlt. Der Preis berechnet sich pro Tag und Kopf. Ich gehe ein erhebliches Risiko ein, indem ich dahergelaufene Raufbolde wie euch bei mir beherberge. Und tue das nicht zum Vergnügen. 5 Goldmünzen macht das. Im Voraus bezahlen, wenn ich bitten darf. Moment, was will die? Will die sich jetzt uns anschließen oder dürfen wir hier pennen oder? Raufbolde wie beherberge. Hä? Nur weil ich jetzt hier bin? Ich hab gedacht, das ist ein Laden. Oder kostet es überhaupt 5 Goldmünzen, dass ich überhaupt gucken darf? Ich gebe hier einfach die 5 mal gucken. Und tatsächlich, wir könnten hier wie ein Bauer pennen und dafür... Ey. Na gut, jetzt kostet es 0, aber trotzdem. Was ist denn das für ein Laden? Vielleicht hat es hier wenigstens was Gescheites. Ey, ihr seid doch alle enttäuschend. Ich habe hier einen Haufen Geld und werde es nicht loswetten. Wenn das so weitergeht. In Baldur's Gate 2 gab es so einen richtig geilen, exotischen Laden. Da gab es so unglaubliches Zeug für unglaublich viel Geld. Ich hoffe, dass es sowas auch in dem Teil gibt. Da konnte man sich, oh, da konnte man sich tot kaufen in dem Laden. Oder tot stehlen. Nee, ich glaube, in dem Laden ging das sogar nicht mit dem Stehlen, was auch gut ist. Na gut, was wollen wir denn haben? Eigentlich bis jetzt noch nichts. Die Meisterdiebeskunde, Wendigkeitstrank, die Kugeln. Ich könnte vielleicht ein paar Kugeln plus 2 kaufen. Oh Gott, ist das traurig. Für dich nämlich, die hat nämlich nicht mehr viel, da bin ich mir ziemlich sicher. Könnte man allgemein einfach auf Kugeln plus 2 umsteigen, wenn sowas ist. Kann ich da gleich bitte mehr wollen? Ach, jetzt habe ich abgebrochen. So. Kaufen wir das mal. Das war's schon. Das ist doch traurig. Kann man bei dir irgendwas verkaufen? Nimmst du Bücher oder du nimmst Tränke? Das ist toll. Jeder nimmt Tränke. Ihr nehmt immer das Gleiche, aber nicht das, was ich loswerden will. Okay. Das war's ja schon. Blöder Laden, ey. Was habt ihr dieses Mal? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Gehört dicht gemacht. So, na, das war ja super. Dann können wir ja doch mal da nach oben schlappen. Oder. Ja, wir schlappen mal hoch, würde ich sagen. Gucken wir mal, was da noch so abgeht. Steht ganz oben auf meiner Liste. Naja, ist das erste Viertel. Das ist ja nicht mal das Händler. Ich nehme an, dass es noch ein Händlerviertel gibt. Also wir müssen jetzt nicht enttäuscht sein. Das ist der Eingangsviertel hier. Und dass da jetzt noch nicht so besonderes Zeug auf uns wartet, sollte eigentlich klar sein. Hallo Bürger. Womit kann ich dienen? Ach nee, ich habe mit euch schon geredet. Gut, Eingang der Diebesgilde. Ich hoffe, ich werde da überhaupt willkommen geheißen. Aber... ich würde ja da gut reinpassen. Hallo, mein Freund. Ihr da. Was tut denn ihr hier? Ihr solltet hier verschwinden, ne? Es sei denn, ihr wisst das Kennwort. Kennwort? Was war das Kennwort? Hatten wir schon mal ein Kennwort gehört? Ich weiß das Kennwort. Nun, wenn ihr das Kennwort wisst, dann spuckt's aus.
Natürlich Schatten. Falsche Antwort. Oh, shit. Ja, ich gehe ja schon. Nein, ich gehe ja, schon. Oh, nein, ich wollte das jetzt nicht böse machen. Ja, ich kümmere mich. Ist er jetzt wieder lieb? Wartet mal. Weil irgendwann kenne ich vielleicht das Kennwort und dann habe ich keine Chance mehr. Moment, wie bist denn du drauf? Oh, nein. Ich muss laden. Ich will mir das nicht verbauen. Bin ich eine dumme... Okay, demnächst dann. Eieieiei, läuft auch mal was hier. So, dann haben wir hier die nächste Taverne, Kixi. Vielleicht ist da ja mehr los. Hä, muss ich da durchs Fenster einsteigen oder was? Das sieht so aus, ne? Wahrscheinlich ist dahinter irgendwo eine Tür. Hat man schon. Oh, hier gibt es aber auch wieder reichlich Leutchen, die auch ein bisschen markanter aussehen. Oi, der Dummschwätzer. Hat man schon. Kann ich irgendwie behilflich sein? Abenteurer, erzählt bloß den Kindern keine tollen Geschichten von euren Monstern oder sonstigen Prahlereien. Das wäre gar nicht gut für sie. Mal schauen. Ihr seht aber komisch aus. Du siehst aber nicht gerade freundlich aus. Oh, was ist denn das für ein cooles Gebäude? Und du? Der Niklos. Der Niklos ist bestimmt wichtig. Hm? Hat man schon. Hey da, so. Mal. Ihr müsst euch was erzählen. Na, dann erzähl mal. Ihr seid doch Söldner, nicht wahr? Und keine Üblen obendrein. Ich habe etwas in dieser Richtung sagen hören. So was in der Richtung. Es heißt, ihr übernehmt hier und da den ein oder anderen Auftrag. Mein Chef würde sich gerne mal mit euch unterhalten, falls ihr gerade Zeit habt. Es ist ihm viel an einer Besprechung mit euch gelegen und er will sie sich 50 Goldmünzen kosten lassen. Hm. ...50 Goldmünzen mögen für 1 Euro reichen, aber ich habe noch eines, das unterstützt sein will. Das Gold ist ein Geschenk von meinem Dienstherrn. Findet ihr es nicht ziemlich unverschämt, noch mehr zu verlangen, ohne auch nur ein Wort mit ihm gewechselt zu haben? Mehr kriegt ihr nicht. Kommt mit mir oder lasst es bleiben. wir kommen ja schon. Kein Grund, schnippig zu werden. So ist's recht. Folgt mir einfach. Ich zeige euch den Weg zur Gilde. Wenn ihr nach dem Kennwort gefragt wird, es lautet... Wenn ihr dann in die Gilde seid, sucht einfach einen Mann namens Alatos Rabenmal Tuibult. Okay. Und schon können wir da rein. Ja, was wollt ihr? Dann werden wir das jetzt ja, doch nochmal tun. Rum. Hä? In die Diebesgilde. Oder soll ich jetzt... Nö. Moment, es könnte ja noch mehr Gilden. Nee, warte mal, was ist denn das? Der Eingang zur Diebesgilde, ach. Zwei Eingänge. Okay. Egal, ich gehe jetzt nochmal ja, da rein. Ich gleich drum. Das gleiche Passwort sein. Hallo, mein Freund. So, ja, Kennwort, ich kenn's. So ist richtig, Kollegen. Ihr könnt jetzt alle reingehen. Yay. Da ich mich als Dieb hier bestimmt bewähren muss, ne? Erstmal alles stehlen. Was habt ihr dieses Mal? Steht ganz oben auf meiner Liste. Hm, wenn's was gäbe. Ja, okay, dann gehen wir mal rein in die Diebesgilde. Bin ich weit voraus, Chef. So. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ach, jetzt steht ein Weg. Braucht ihr was? Hä? Ach, geht doch mal weg, ey. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Oh, hier ist auch einiges los. Was habt ihr dieses Mal für mich? Steht ganz oben auf meiner Liste. Jetzt bleibt doch mal... Oh. Oh, ein Handbuch. Damit könnte man doch... Ich hoffe, da motzt keiner. Das will ich unbedingt haben. Also, selbst wenn sie da motzen würden, hätte ich mir das doch irgendwie geholt. Ja? Was wollt ihr? Scheint ja niemand mitbekommen zu haben. Sehr gut. Das Handbuch gucken wir uns aber das nächste Mal an, würde ich sagen. Haben wir noch ein Buch zum Abschluss? Ich weiß nicht, die von Jeslik, die Geschichte des Nordens haben wir gelesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mondsee auch, westlich, dann haben wir alle, ne? Ihm habe ich nämlich die gelesenen Bücher gegeben. Du könntest, nee, du hast die, wo wir ganz vor kurzem gelesen haben. Okay, nee, wir haben keine neuen Bücher. Tja,
Dann würde ich aber trotzdem mal sagen, dass wir an der Stelle Schluss machen. Die Diebesgilde werden wir uns dann das nächste Mal so richtig zu Gemüte führen. Und noch viel, 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 viel mehr, wenn es hier wieder heißt Let's Play Baldur's Gate. Bis dann.